Hallo, schön dich zu sehen. Guten Abend. Das ist die universelle Sprache, nicht? Da vereinen sich die Geister und kommunizieren wir wahrlich in seinem Geist. Pupupitu, Pupeti. Der Sonja. Guter Name. Jesus hat immer einen Witz auf Lager. Ne? Okay. Viel Licht in unserem Geist heute und das ist auch immer eine Einladung. Einfach sich nicht zu bewegen und wirklich da still stehen zu bleiben und einfach in dieser Stille zu erinnern, welche Gaben gegeben wurden und mit diesen Gaben, wie die Welt neu gesehen werden kann und letztendlich gesehen werden muss, weil es ja darum geht, dass hier spricht er in dieser Tageslektion 241 auch von einer freigegebenen Welt. Und natürlich, dass die Welt als frei erfahren wird und dass ich als der anscheinende Seher der Welt frei bin, geht natürlich nur durch eine vollkommene Änderung der Denkweise darüber, weil Gedanken die Basis sind dessen, wie alle Dinge und jeder wahrgenommen wird. Und somit kommt ja eine Lektion des Tages nicht nur als ein außerirdisch unglaubliche Idee und Werk in deinen Geist, sondern du siehst, dass hier auf deiner Gedankenebene, auf der Denkweise, auf der Ebene, wie du denkst und damit dich selbst und die Welt wahrnimmst, eine Alternative angeboten wird, Ideen angeboten wird, die, wenn sie benutzt werden, auch diese Welt nicht mehr im Sinne der Grausamkeit und des Angriffs auf Gott gesehen werden muss, sondern tatsächlich im neuen Geist, in Frieden und in der alles verbindenden Frequenz der Schöpfungsidee selbst. Oder er drückt es in der Lektion selbst ja als den heiligen Augenblick aus. Ne? In diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Das ist ja dann nur noch die Erkenntnis davon, was dieser heilige Augenblick anbietet. Und er macht in den ersten Sätzen ganz klar den Hinweis darauf, dass wir uns in diesem Zulassen, in diesem Bitten, um diese Führung, um diese Veränderung in unserem Geist uns tatsächlich in einer ganz besonderen Feier befinden. Es ist dies eine Zeit einer besonderen Feier, welche Freude doch heute herrscht in dieser Stille des Geistes. Das Heute hält der verdunkelten Welt denn für ihre Befreiung festgesetzten Augenblicke entgegen. Dieser festgesetzte Augenblick ist, was wir als heiligen Augenblick anerkennen. Im heiligen Augenblick wird anerkannt, dass ich mir selbst vergeben habe, dass ich der Welt vergeben habe, dass du dir selbst und der Welt vergeben hast und damit vergeben bist. Und ist vielleicht nicht so zufällig, dass eben er es wirklich beim Namen nennt als die verdunkelte Welt. Das ist, was die verdunkelte Welt verdunkelt mit der Denkweise von Begrenzung, von Ego-Ideen, von Nicht-Eins-Sein.
Das ist, was dunkel ist, eine Welt mit unterschiedlichen Bedeutungen, eine Welt, die nur das widerspiegelt, was Bedeutungen aus der Vergangenheit in ihrer Begrenzung ausmacht und wie dieses Denksystem belassen wurde. Und so ist so ein Denksystem und so eine Welt natürlich auch ein Spiegel für, was er dann weiter erwähnt, für den Schmerz und den Kummer, der im menschlichen Bewusstsein erfahren wird. Ne? Der Tag ist gekommen, an dem der Kummer abfällt und der Schmerz vergangen ist. Dies ist der Tag, den wir heute feiern. In dieser Erkenntnis, in dieser Einladung, in diesem Stillwerden im Geist, in diesem Erkennen, dass viel Licht wirklich in den Geist kommt und aus dem Geist strahlt und sich ausdehnt, dass dies bereits die Beweisführung des heiligen Augenblickes ist. Wir brauchen es nicht wirklich beschreiben anders, außer dass wir vielleicht in Tränen ein Gefühl haben, wie sehr wir eigentlich mit allen Aspekten unserer selbst vereint sind. Wenn du eine Erkenntnis, eine Erfahrung gemacht hast von einem heiligen Augenblick, dann hast du auch erfahren, dass nichts mehr da war, was notwendig gewesen wäre, um ein Recht haben zu demonstrieren, etwas, was gelernt wurde als Weiser oder als Heiliger oder als ja, mehr Recht haben, demonstrieren müsste. Wenn du in diesem heiligen Augenblick und aus diesem heiligen Augenblick kommst, dann bist du das, was du mitbringst als diese Gabe. Dann bist du diese Entsprechung der vergebenen Welt. Hallo Barbara, schön, dich zu sehen. Ja, wir haben gerade nach einer Stunde Stille in der Arbeitsgemeinschaft und die letzten 10 Minuten ist es dann doch aktiv geworden. Ne? Und das kommt dann aus dieser Basis, dass der heilige Augenblick ist. Und ein geschulter Geist wird immer zuerst hinblicken, wo ist in dieser Situation, in dem, wie es sich gerade zeigt, wo ist mein heiliger Augenblick? Wo habe ich meine Erkenntnis, die ich aus dem heiligen Augenblick mitbringen kann und teilen kann? Und natürlich ist das immens heilbringend auch für alle Aspekte deiner selbst, für das, was wir als die ganze Welt bezeichnen, ne? Dass wir es hier dann im nächsten Satz beschreibt. Die Herrlichkeit der Erlösung dämmert heute einer freigegebenen Welt. Die Herrlichkeit der Erlösung. Und wenn du das genauer untersuchst für dich, dann wirst du sofort entdecken, dass es keine freigegebene Welt da draußen gibt. Die freigegebene Welt ist nur frei oder als befreit erkannt, weil ich mich selbst in meinem Geist freigab oder frei machte oder freigemacht wurde durch dieses Erlauben, dieses Wollen, dieses Öffnen in den heiligen Augenblick hinein. Und ich habe heute schon morgens in diesen Teilen von Master Teacher Joining auf Englisch ist, das ist ja auch jeder herzlich eingeladen, dazu teilzunehmen. Und das Video, diese halbe Stunde, die wir uns angesehen haben, das gegeben wurde, das war dann auch entsprechend im Zusammenhang, wie es Mel Gibson ziemlich genau vor 20 Jahren als Film veröffentlichte. Und vielleicht kannst du dich erinnern daran, es hat nicht einmal eine deutsche Version davon geben müssen, weil The Passion of the Christ, als es genannt wurde, die Passion Christi,
die die Kreuzigung von Jesus in diesem ersten Teil gezeigt hat, wurde gewählt oder so hat er es dann empfangen, dass alles aramäisch gesprochen wurde. Und hier ist der Bammer, dass es keine Übersetzung, keine Untertitel davon gab. Ne? So, du gehst in das Kino und du bist mehr oder weniger mit diesen blutfließenden, gewaltsamsten Aktionen, wie sie letztendlich diese Attacke an einen selbst, an Gott, als Welt der Kreuzigung reflektierte, um zu sehen, wie lange kannst du das durchhalten, dass du dir solche Bilder ansiehst. Und da gab es natürlich eine immense Kontroverse, kann ich mich noch erinnern, auch innerhalb der christlichen Community hier in den USA, na, ob das überhaupt angebracht ist, es so zu demonstrieren. Du darfst auch nicht vergessen, das wurde nicht unterstützt. Da gab es kein Geld für so ein Drehbuch, ne? Mel Gibson hat das aus seiner eigenen Tasche bezahlt, diesen Film. Und der ging natürlich dann um die Welt und hat entsprechend provoziert, aber auch aufgezeigt, was der Geist in der Trennung als Angriffsidee auf Gott wirklich ist, wenn hier keine Änderung willkommen geheißen wird. Weil das ist reine Kreuzigung. Aber natürlich demonstriert die Kreuzigung nicht wirklich nur die Zerstörung des Körpers, die Zerstörung von allem, was irgendwie noch wertgeschätzt oder geliebt wurde, sondern wie wir wissen, muss die Kreuzigung eine Demonstration der Liebe sein. Und letztendlich, wenn du genau hinblickst, dass du überhaupt ein Bild der Kreuzigung, deiner Selbstkreuzigung in deinem Geist bewahren oder aufrechterhalten würdest, kann sie nur dienen, um zu demonstrieren, wie der Geist als auferstandener Geist sich demonstriert und was er als auferstandener Geist geben kann. Und als auferstandener Geist bieten wir uns tatsächlich die neue Welt an, was ein Kurs als die wirkliche Welt bezeichnet, was ich als Lichtgeist, als eine Welt des Lichtgeistes reflektiert bezeichne. Um auf die Lektion 241 noch kurz zurückzugehen und sie fertig zu machen, so von dieser freigegebenen Welt, in der heute die Herrlichkeit der Erlösung dämmert, ist die Zeit der Hoffnung für unzählige Millionen gegeben, so drückt er es aus. Und sie werden jetzt vereint, indem du ihnen allen vergibst. Hier ist die Verbindung gegeben, wie die freigegebene Welt. Oder was ist die Welt, was die Einleitung ist, dann letztendlich, wie das beantwortet werden kann und muss im eigenen Geist, wie das in Zusammenhang steht mit Aktionen in unserem Geist, mit notwendigen Mitteln, die wir uns zunutze machen dürfen, um hier zu sehen, wie alle die unzähligen Millionen deiner selbst, ja, ich sehe nur mich selbst, meiner selbst, hier eine Vereinigung erfahren, sich in der Vereinigung wieder treffen als ein Selbst, ein Gedanke, ein Schöpfungsgedanke selbst. Und das Mittel und der Weg, die Brücke zwischen dir und der Wahrheit, der Erkenntnis, zwischen der Erkenntnis und der Wahrnehmung. Die Brücke zwischen das, was Gottes ist und dem Ich-Wahrnehmenden oder den Bedeutungen aus dem Ich heraus, diese Brücke ist Vergebung. Dies ist dieser essentielle Teil, den Jesus hier so mit solcher Betonung versetzt, weil die Vergebung, wenn sie wirklich verstanden wird, wenn sie neu in der neuen Ausrichtung, im neuen Verständnis geteilt wird, tatsächlich das, was als diese alte Welt des Hasses, der Angst, der Trennung gesehen wurde, zum Verschwinden bringt. Mir wird heute von dir vergeben werden,
Das sind selbst Worte, die Jesus zu mir, zu dir spricht, aber die auch jetzt du zu deinem Bruder sprechen darfst. Mir wird heute von dir vergeben werden, Bruder. So wie ich diese Demonstration von Christus, auferstandenen Christusgeist, vergebe, der mir nur den Himmel angeboten hat und dies in was immer für religiöse, theologische Ideen, ja, so interpretiert, gedeutet, kategorisiert wurde, dass dann nichts mehr übrig geblieben ist von einer Lichterfahrung. Ne? So, danke, einer offenbaren Erfahrung, die dann aufzeigt, dass es etwas gibt im Geist, was nicht mehr vergessen werden kann, was niemals mehr verloren gehen wird und verloren gehen kann. Und da treffen wir uns, Bruder. Da treffen wir uns. Und wir treffen uns in diesem Anerkennen dieses Lichtes in unserem Geist, weil das Gott selbst ist. Wir haben einander jetzt vergeben, nicht in der Vergangenheit, nicht in einer vorherigen Session oder mit jemand anderen zu irgendeiner anderen Zeit. Jetzt, genau in diesem Rahmen. Und weil hier kein Widerstand mehr ist, alles einzuladen, alles so sein zu lassen, wie es als Idee gegeben wurde, alles darf da sein, werden in unseren Geistern keine Ausnahmen mehr gemacht. Alles in dem Sinne wird willkommen geheißen. Alles wird mitgenommen. Kannst du das sehen? Bist du dafür bereit? Das ist das Einzige, warum Jesus reinkommt, als du, als meine eigene Demonstration, um hier klarzustellen, ja, darum habe ich gebeten und das nehme ich an. Jetzt zu vergeben, jetzt Vergebung und das Resultat der Vergebung in Erfahrung zu bringen, wie sich das Licht aus diesem heiligen Augenblick ausdehnt und wirklich alle Begrenzung zum Verschwinden bringt. Und so kommen wir endlich zu dir, Vater. So kommen wir endlich zu Gott. Dein Sohn, Vater, der niemals fortgegangen ist, der nur geträumt hat, dass er fortgegangen wäre, aber der in Wahrheit niemals fortgegangen ist, der seine Quelle nicht verlassen konnte, weil Gott mit ihm ging, wohin er immer auch ging, kehrt zum Himmel und zu seinem Heim zurück. Wie froh sind wir, dass unsere geistige Gesundheit in uns wiederhergestellt ist und wir uns erinnern, dass wir alle eins sind. Und so kommen wir zuerst, das überhaupt nur so als eine Möglichkeit zu sehen. Der Geist, der nur eine Möglichkeit sieht, zur geistigen Gesundung zu gelangen. Dass es eine Möglichkeit gibt, dass es vielleicht ein daran glauben, was jemand anders lehrt und erfahren hat, zu lernen, dann darauf zu vertrauen, dass das, was hier wirklich angeboten wird, das Einzige ist, was menschlicher Geist in Erfahrung bringen möchte. Weil es ist geistige Gesundung und geistige Gesundheit, die uns zeigt, und einzig zeigt, dass wir nicht zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort nach Hause gehen, sondern hier und jetzt. Und egal, in welche Events wir teilnehmen, Festivals, die unzähligsten Angebote, die es in deinem Geist ja gibt und wie es aufscheint. Und das ist alles gut, so wie es ist, weil du ja darum gebeten hast, sonst würde es ja gar nicht zu dir kommen und sich so zeigen. Aber vergiss nie, dass dein Zuhause sein, deine Erkenntnis und deine Erinnerung, dass du zu Hause bist, immer nur jetzt.
in diesem gegenwärtigen Moment realisiert werden kann, anerkannt werden kann, wahr ist. Alles andere ist Teil der falschen Wahrnehmung, was, wie wir es aus der Einleitung hören, der Welt entspricht. Was die Welt ist, sie ist nicht ein Objekt da draußen, sie ist eine in dem Sinne Spiegelreflexion meiner falschen Wahrnehmung, die jetzt mit der Hilfe von Christus Jesus auferstanden, mit der Hilfe dieses heiligen Augenblickes, in dem die Kommunikation mit dem Heiligen Geist stattfindet, ausgerichtet wird zur wahren Wahrnehmung, zur neuen Wahrnehmung, zu einem Sehen mit der Schau Christi, zu einem Denken mit ihm, zu einem Kommunizieren, das niemand und nichts mehr ausschließt oder unter den Teppich kehrt, sondern im ständigen Erkennen, das bin alles ich, das sind alles Aspekte meiner selbst, egal wie geartet die Bilder sich zeigen. Ich treffe hier mich selbst und nur mich selbst. Und ich bin so, so dankbar, dass ich sehe, wie diese Angst vor meinem eigenen Selbst verloren geht, verschwunden ist, weiter verschwindet. Die Welt als solches, wie sie gesehen wird, ist natürlich vollkommen furchterregend, als solches in der Trennung, als eine Entsprechung des Hasses, der Angst, des Angriffs in was immer für einer Form, ist natürlich furchterregend. Und aus dem Grunde gehen wir nicht her und versuchen, die Welt zu einem schöneren Bild zu machen. Was wir aber vielleicht trotzdem, was ich sicher noch mache, sonst würde ich nicht essen, sonst würde ich nicht Zähne putzen, sonst würde ich nicht eine Körperlotion auf die Haut auch aufschmieren, wenn ich nicht etwas verschönern, wenn ich nicht eine Idee hätte. Aber es spielt keine Rolle mehr. Du darfst nicht vergessen, wir sind bereits an der Erkenntnis angelangt, dass eine Illusion wie die andere ist. Wenn ich es nicht zu machen, sagen wir, nehmen wir das Beispiel des Essens her. Nicht zu essen ist auch zu essen. Nicht zu essen und zu essen sind dieselben Illusionen. Wir kommen nicht hier raus, indem eine gegensätzliche Idee verteufelt wird oder okay, damit höre ich jetzt auf. Das ist alles nur gut, solange wir uns im Experimentieren befinden. Im Experimentieren mit den verschiedensten Ideen in unserem Geist, die Ideen der Erlösung darstellten. Und das Resultat oder der Endausgang des Experimentierens ist ganz klar, ganz offensichtlich zu erkennen, dass es keine Rangordnungsunterschiede weder in Wundern gibt, aber auch nicht in den Illusionen. Eine Illusion ist nach wie vor dieselbe Illusion. Gegen etwas zu wählen, ist letztendlich dasselbe wie dafür zu wählen, wofür man dagegen ist. So, es muss einen anderen Weg geben. Es muss einen dritten Weg geben, wie er in der östlichen Philosophie beschrieben wurde. Es muss einen Weg geben, der von oben geführt ist, der von außerhalb von Raum und Zeit geführt ist. Und das ist der Grund, warum Jesus in seinem Kurs in Wundern nicht hergeht und sagt, hör auf zu essen, hör auf, dich zu schminken, hör auf, dir die Zähne zu putzen und so weiter. Alles, was mit Körperlichkeit, mit Entsprechung der Welt zu tun hat. Dass die Idee da ist, diese Welt zu verbessern und zu verschönern, ist offensichtlich. Der Geist, der vollkommen frei ist, eine Entsprechung seiner selbst zu verbessern und zu verschönern, kann sich hier in einem Körper gar nicht halten. Es wird sich sofort in Licht auflösen und verschwinden. Und natürlich ist das eine Erkenntnis aus der Auferstehung selbst,
in der der Geist dann für sich vollkommen klar sieht, dass da ja überhaupt nichts da ist, was als Welt bezeichnet werden könnte oder als mein Selbst, als eine Entsprechung und Reflexion dieser meiner Selbst, das ich als Welt bezeichne. Die Welt ist aus dem Irrtum geboren, aus diesem irrtümlichen Denken und sie hat ihre Quelle nicht verlassen. Was ist denn die Quelle der Welt? Die Quelle der Welt kommt ja nicht aus einer Idee eines Big Bang von irgend oder von irgendjemand anderen oder von ein Gott hat diese Welt in 7 Tagen erschaffen. Die Quelle der Idee dieses Irrtums der Welt, was kommt und geht, kommt aus meinem eigenen Geist, aus deinem Geist, Bruder. Nirgendwo anders. Und sie wird nicht länger bleiben, was für klare Worte hier bereits zu Beginn dieser Einleitung gesprochen werden, für diese 10 Tage von Geistesschulung, Lektion 241 bis 250. Sie wird nicht länger bleiben, als der Gedanke, der sie gebar, gehegt wird, ne? In dem Sinne beibehalten wird, unterhalten wird, ne? Aber wenn der Gedanke der Trennung in einen Gedanken der wahren Vergebung, du siehst, hier wird die Brücke geschlagen, in einen Gedanken der wahren Vergebung umgewandelt worden ist. Es geht um diesen Geisteswandel, um diesen Gedankenwandel. Wenn dies gewollt wird, wenn dies so gedacht wird, wenn dies so in Erfahrung gebracht wird, wenn mit so einem Angebot mitgegangen wird, wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen werden. In welchem Licht? In diesem Licht, das du mitbringst, wenn du aus dem heiligen Augenblick kommst, wenn du es mit deinem Lichtgeist beginnst zu sehen, was dich umgibt und was dich ausmacht. Wow. In einem Licht, das zur Wahrheit führt, wo die ganze Welt und all ihre Irrtümer verschwinden müssen. Müssen. Nicht nur können. Sie müssen darin verschwinden. Nun ist ihre Quelle vergangen. Nun ist ihre Quelle geöffnet worden zur Aufhebung. Nun ist diese Quelle des eigenen konzeptionellen Geistes nicht mehr verteidigt und als das beschützt, was die Existenz auch ausmacht. Nun öffnet sich der Geist der einen einzigen Existenz, in der wir uns erfahren, dass wir sind, wie Gott uns schuf. Und ihre Wirkungen sind ebenfalls vergangen. Alle Wirkungen dieses konzeptionellen Geistes, alle Wirkungen einer Welt sind ebenso vergangen. Und im nächsten Absatz stellt er ja klar, dass die Welt als Angriff auf Gott gemacht wurde und ist ein Symbol der Angst. Aber auch da bedarf es, diese Klarheit hinzublicken, dass dieser Angriff auf Gott nicht jetzt ein generalisiertes, abstraktes Objekt ist, das niemand gesehen hat bislang mit seinen Augen. Und okay, die Welt wurde als Angriff auf Gott gemacht. Ja, kann ich zustimmen. Du musst sehen, dass es gleichgestellt ist wie der Angriff auf dich selbst. Die Welt wurde als Angriff auf mich selbst in meinem eigenen Geist gemacht. Da komme ich her. Deswegen die Notwendigkeit der Heilung des Geistes. Deswegen die Notwendigkeit zu einer Umkehr der Denkweise. Es gibt keinen Gott ohne mich, ohne dich. Wir sind in einer Verbindung. So wie ich mich sehe, mich selbst sehe, sehe ich Gott. So wie ich Gott sehe, so sehe ich mich selbst. Der Angriff auf Gott war ein Angriff auf mich selbst. Dass Angst daraus zu einem
natürlichen Gefühl geworden ist, als Symbol dafür steht, ist ja offensichtlich, weil alles, was in der Trennung zur wahren Quelle ist, kann nur Angst auslösen. Aber das macht Angst nicht wirklich. Das war auch nur eine Reaktion, um eigentlich ein Hilfsmittel, um zu lernen, dass auch dafür keine Notwendigkeit mehr besteht. Zu lernen, dass ich meinen Geist darüber ändern kann. Dass ich nicht in Angst verbleiben muss, weder vor jemandem noch vor etwas und schon gar nicht vor Gott. Aber das zeigt uns alles, die Erfahrung selbst. Das ist nicht wirklich, was wir studieren und lernen können oder einfach so ein bisschen zustimmen, sondern wenn du hier noch einmal, ich verwende die Worte aus der Lektion 241 noch einmal, in der er von der freigegebenen Welt spricht, im Zusammenhang mit Vergebung. Und wenn du da, von da weiter dir ansiehst, wie er damit umgeht, dann wirst du gleich sehen, man, das sind jeder Absatz ist voll damit natürlich. Aber im letzten Absatz dieser Anleitung geht er nochmals darauf ein, dass wir nicht eher zufrieden ruhen wollen, als bis die Welt sich unserer veränderten Wahrnehmung angeschlossen hat. Das heißt, dass ich auch das sehe, was in meinem Geist noch sich reflektiert, sich dem angeschlossen hat, meiner Vergebung, als vergebene Welt sich reflektiert, als Friede sich reflektiert. Wir wollen nicht zufrieden sein, ehe, hier ist es, die Vergebung nicht vollständig geworden ist. Lass uns nicht versuchen, unsere Funktion zu ändern. Unsere Funktion hier in Raum und Zeit ist Vergebung. Ja, das sind bereits die Lektionen in den 60ern, beginnend mit Ich bin das Licht der Welt. Und wie es weitergeht, das lass mich meine Funktion nicht vergessen. Ne? Oder wie wir vorher schon mit Lektion 62, Vergebung ist meine Funktion als Licht der Welt. Ne? Wir müssen die Welt erlösen, denn wir, wie wir sie machten, müssen sich durch Christi Augen sehen, damit das, was gemacht wurde, um zu sterben, dem ewigen Leben zurückerstattet werden kann. Und wenn wir einen kurzen Ausflug machen auf andere Lektionen, in der dies angerissen wird, über die Notwendigkeit, die Welt frei zu machen und frei zu geben, so kommst du in der Lektion 124 auf die Idee, dass du dich erinnern willst, dass du eins mit Gott bist. Und in dieser Idee, dieser Lektion, sagt er, das ist siebter Absatz, wir haben angenommen und jetzt möchten wir geben. Ne? Wir haben das angenommen, was wir uns von Gott gegeben wurde. Ne? Nämlich er spricht davon, von unseren Gedanken, die zeitlos sind und unabhängig von Entfernung und uns in diesem Gewahrsein verbinden wir uns. Und sagen uns, ja, wir sind eins mit Gott. Ne? So, das ist, was uns gegeben wurde. Das ist, was Heilung ausmacht, was Erlösung ausmacht. Wir sind geheilt und erlöst und können heilen und erlösen. Wir möchten die Gaben, die unser Vater uns gab, behalten. Heute möchten wir uns als eins mit ihm erfahren, damit die Welt unser Erkennen der Wirklichkeit mit uns teilen möge, damit die Welt unser Erkennen der Wirklichkeit mit uns teilen möge. In unserer Erfahrung ist die Welt befreit. In dieser unseren Erfahrung ist die Welt befreit. In dieser Erfahrung, wer wir wirklich sind, dass wir nach wie vor so sind, wie Gott uns schuf, dass wir eins sind als Gottes Schöpfung selbst. In dieser Erfahrung ist die Welt befreit. Und indem wir unsere Trennung von unserem Vater leugnen, ist sie geheilt, ist die Welt geheilt mit uns gemeinsam. Friede
sei heute mit dir. Bin schon gespannt, was du zeichnest heute, Anke. Danke dir, du Liebe. Vielleicht noch ein Ausblick auf die Lektion, die uns ja immer begleitet und überall hin begleitet, weil es so eine essentielle Lektion ist im Sinne von erkennen, wie wird die Welt befreit. Ne? Er drückt es ja mit einem anderen Wortschatz aus, aber in Wirklichkeit ist das bedeutet es freigemachte Welt, befreite Welt. Ich spreche von der Lektion 132. Ne? Ich mache die Welt von allem los, von dem ich dachte, dass sie sei. Ne? Und in den Übungsansätzen, Anleitungen, diesen Sätzen, die wiederholt werden sollten in dieser Lektion, haben wir ja und dürfen wir uns erinnern, ich, der ich bleibe, so wie Gott mich schuf. Du siehst, das ist die Prämisse, das ist unsere Basis. Möchte die Welt von allem losmachen, wofür ich sie hielt. Denn ich bin wirklich, weil die Welt es nicht ist. Und möchte meine eigene Wirklichkeit erkennen. Bleibe dann einfach ruhig, still, wach, aber nicht angestrengt und lasse deinen Geist still verändert werden, damit die Welt befreit wird mit dir gemeinsam. Das sind die mächtigen Worte von Christus Jesus in dieser Lektion 132. Bleibe einfach still, in Ruhe, vollkommen wach, ohne Anstrengung. Lass deinen Geist still verändert werden. Sieh, wie die Welt befreit wird mit dir gemeinsam. Das alles bietet die Vergebung an. Und wir kommen ja, bevor wir hier mit diesen neuen Themen begonnen haben, als erstes Thema die Entschlossenheit. Und es wird jetzt im nächsten Monat fortgesetzt werden mit der Beharrlichkeit für diese Erfahrung, mit einer Ausdauer zu zeigen, sich nicht mehr in Versuchung führen zu lassen von dem, wie es in der Welt erscheint und angeboten wird. Und wir haben ja gerade diese Begriffsbestimmungen für am Ende des Handbuchs für Lehrer durchgemacht. Und da fanden wir ja in einer Antwort oder in einer Definition über die Vergebung und dem Antlitz Christi auch ganz, ganz klare Worte dazu, dass die Vergebung ein Gedanke ist in unserem Geist, der Gott gewidmet ist. Er drückt es aus, ist für Gott und zu Gott hin, aber nicht von ihm. Es ist nicht eine Idee Gottes. Es ist die Idee, wird durch die Stärke und das Licht Gottes geführt und führt uns zurück zu ihm. Es ist unmöglich, sich irgendetwas zu denken, was er schuf, was Gott schuf, das der Vergebung bedürfte. Und das ist auch der Grund, warum Gott nicht in 7 Tagen die Welt erschaffen hat, weil dem müsste er vergeben werden. Ne?
Es ist unmöglich, sich irgendetwas zu denken, was er schuf, das der Vergebung bedürfte. Die Vergebung ist also nach wie vor Teil des illusionären Denkens. Eine Illusion bezeichnet es. Es ist bloß eine so verfeinerte Illusion, die dich direkt vor den Toren deiner Quelle, deines Zuhauses, ja, buchstäblich hinschiebt, ne, hinbefördert. Doch wegen ihres Zweckes, derjenige des Heiligen Geistes ist, gibt es einen Unterschied. Anders als alle anderen Illusionen führt sie vom Irrtum weg und nicht zu ihm hin. So, wenn du siehst, dass deine Wahrnehmung lichthafter wird, dann bewegst du dich vom Irrtum, von den Illusionen weg und bewegst dich hin zu dem, was dich erwartet als der Geist, der eins ist in der Schöpfung selbst, was wir als Himmel, diese Erkenntnis bezeichnen. Und ich liebe es auch, dass es hier in dieser Definition als eine glückliche Fiktion, ne, ein glückliches Spielzeug, könntest du sagen, nennt, was die Vergebung darstellt. Ne? Sie könnte eine Art glücklicher Fiktion genannt werden, sagt er. Ne? Eine Weise, in der die Nichterkennenden diesen Graben zwischen ihrer Wahrnehmung und der Wahrheit überbrücken können. Ja? Das ist, was uns hier angeboten wird, die Wahrnehmung zu überbrücken. Wahrnehmung zwischen Illusionen, Wahrnehmung, Wahrheit, Erkenntnis. Sie können nicht direkt von der Wahrnehmung zur Erkenntnis gehen, weil sie nicht glauben, dass es ihr Wille ist, dies zu tun. Doch lässt Gott als einen Feind erscheinen, anstelle dessen, was er wirklich ist. Und deswegen ist diese Idee notwendig, ne? Weil es im konzeptionellen Geist als etwas Entgegengesetztes gesehen wurde. Ne? Selbst Gott als entgegengesetzt zu dem Bösen, zur Ego-Denkweise. Ne? Und da sprechen wir natürlich Jahrtausende lang über die Psychologie, wie wir diese Ego-Denkweise nun auflösen können oder überbrücken können. Aber in Wirklichkeit ist es notwendig zu sehen auch, dass durch diese Bedeutung geben, selbst in der Transformation, Gott noch immer nicht wirklich als vereint anerkannt wird, sondern als irgendein Gegensatz oder irgendeine Fiktion auch, die da möglich wäre, ja, sich eröffnen könnte. Und sicher für einen Moment in der Geistesschulung mag das durchaus seinen Wert haben, wenn der Geist erstmal beginnt, sich einzugestehen, wo er herkommt, wie wir es eingangs beschrieben haben, nämlich in der vollkommenen Verleugnung Gottes selbst. Ne? Und sich selbst dann einzureden, na, ich bin eh irgendwie okay oder ich kann es eh handhaben, wie sich hier die Trennung zeigt. Ne? Aber wie es sich herausgestellt hat, war keiner von uns okay, dieses Spiel so weiterzuführen in der Trennung, im Angriff auf uns selbst. Ne? Es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu schmerzhaft, bis es zu vollkommen zu einer zerstörenden, vernichtenden Erkenntnis, einen Kollaps im Geist kommen konnte. Ne? Genau diese wahnsinnige Wahrnehmung ist es, die sie unwillens macht, einfach aufzustehen und in Frieden zu ihm zurückzukehren. Und das ist der Grund, warum hier diese Idee der Vergebung in den Menschengeist angeboten wird oder eingeführt wird als ein Wert, es als eine Lehre anzuwenden, zu praktizieren, umzusetzen, in alle Situationen mitzunehmen und zu sehen, okay, ich kann das sehr wohl. Ich kann das sehr wohl hernehmen und sehen, dass es mir eine neue Erfahrung anbietet. Vergebung bietet mir eine neue Erfahrung an mit meinen alten Bedeutungen, die ich aus der Wahrnehmungsebene nun zur Erkenntnis überführen lasse. Und zum Abschluss möchte ich hier auch noch auf etwas eingehen, auf eine Lektion, die er später
Es ist die Lektion 312, ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Ne? Weil es in diesem Bezug zur freigegebenen Welt, zur befreiten Welt, zu dieser Notwendigkeit zu sehen, was Vergebung ermöglicht, wenn es in einem wahren Verständnis und in einer Ehrlichkeit im Geist gelebt wird. Natürlich beginnt diese Lektion zuerst mal, ich sehe die Dinge so, wie ich sie haben möchte, wie sie in der Verleugnung mit den begrenzten Bedeutungen gehalten und gesehen wurden. Und es beginnt eben erstmal klar zu werden, dass alles auf dem Urteil im Geist beruht. Ne? Die Wahrnehmung folgt dem Urteil. Zuerst ist der Gedanke der Trennung da. Zuerst ist der Gedanke des Urteils, das zwischen unterschiedlichen Werten die Dinge sieht, beurteilt und dann kategorisiert. Und dann kommt erst die Wahrnehmung des Problems oder die Wahrnehmung, wie es anders sein sollte oder wie ich gesagt habe, wie die Welt verbessert werden könnte oder verschönert werden sollte. Die Wahrnehmung folgt dem Urteil. Aber wenn du geurteilt hast, siehst du daher das, worauf du schauen möchtest. Ja? Das ist ein Gesetz. Ne? Ich kann nur mehr das sehen, was ich beurteilt habe, worüber ich geurteilt habe, weil es mein eigener Geist ist und weil diese Gedanken in meinem Geist sind. Und wenn sie so gewünscht werden, sie so zu denken, wird bereits an das Bild angezogen, eingeladen, dass sie sich zeigen sollte. So niemand braucht sich wundern, wenn ein unvergebenes Bild in seinem Spielfilm, in seinem Traum sieht. Das ist, wie er es sehen möchte, damit er seinen Geist über den Gedanken selbst neu ordnen und neu wählen kann. Denn die Sicht kann lediglich dazu dienen, uns das anzubieten, was wir haben möchten. Es ist unmöglich, dass wir was sehen, was wir sehen möchten, und das nicht sehen, was wir zu erblicken wählten. Wie sicher muss daher die wirkliche Welt, die Welt des Lichtes kommen, um die heilige Sicht eines jeden zu begrüßen, der die Zielsetzung des Heiligen Geistes zu seinem Ziel des Sehens macht. So du siehst, es ist genau dasselbe im transformierten Geist. Auch das, was wirklich gewollt wird zu sehen, wird dann gesehen. Und es entspricht der Zielsetzung des Heiligen Geistes, das Ziel des Sehens selbst. Und damit wird alles in einer neuen Heiligkeit gesehen, in einem Heilsein, das Wort gefällt mir noch besser, gesehen. Und in dem Heilsein, im Erkennen des Heilseins, ist jeder und alles wach mit dir, mit mir. Und er kann nicht umhin, auf das zu schauen, wovon Christus möchte, dass er es sehe, um Christi Liebe zu dem zu teilen, worauf er schaut. Ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Lektion 312. Ich habe heute kein anderes Ziel als auf eine, hier ist es, wiederum freigelassene Welt zu schauen. Die Welt wird befreit, indem ich nicht mehr festhalte an einer begrenzten Bedeutung aus der Vergangenheit. Alles wird freigegeben, alles wird befreit. Ich habe eine Beziehung mit all meinen Gedanken und ich gebe sie nun frei, ich lasse sie frei, weil ich mich der Denkweise und dem Sehen des Heiligen Geistes ergebe, hingebe, ausrichte, sie annehme. Und mit einer freigelassenen Welt und auf eine freigelassene Welt zu schauen, befreit von allen Urteilen, die ich gefällt habe.
diese Urteile werden ganz klar gesehen, dass sie nicht wert sind, mitzunehmen oder weiterhin aufrechtzuerhalten. Vater, dies ist heute dein Wille für mich und deshalb muss es auch mein Ziel sein. Ich habe heute kein anderes Ziel, als auf eine freigelassene Welt zu schauen, befreit von allen Urteilen, die ich vormals gefällt habe. Dich als einen Körper zu sehen, ist bereits so ein Urteil. Dich als das Licht Gottes zu sehen, als das Licht der Welt zu sehen. Wo habe ich eine Zeitlinie? Wo habe ich ein Gestern und ein Morgen mit dir? Wo habe ich Traumbilder, die ich besser fände, Traumbilder, die ich noch verschönern möchte, Traumbilder, die ich, mit denen ich nichts mehr zu tun haben möchte, Traumbilder, die noch geheilt werden müssten? Nichts davon ist mehr da. So, was wir hier miteinander teilen, solange wir noch anscheinend uns hier auf der Zeitlinie miteinander treffen, ist uns zu verbinden und uns daran zu gewöhnen, was wir sind im Lichtgeist selbst, was wir sehen dürfen mit der Sicht des Heiligen Geistes, was wir letztendlich sehen müssen, weil wir wiederum nur uns selbst sehen können. Mich als das wahre Selbst zu sehen, kann nur sein, wie der Heilige Geist alles sieht im Licht als Licht selbst. Und für die einen oder anderen von uns mag es vielleicht ein ziemlicher Stretch sein, der Geist wird gedehnt und mag vielleicht bloß erstmal die Entschlossenheit sein, okay, ich bin gewillt, hier zu beginnen, meinen Geist zu schulen. Wunderbar. Wir sind trotzdem gemeinsam und absolut am selben Punkt. Und für die anderen mag es sein, ich bin absolut bereit, meine letzten Gedanken und Ideen ihm zu übergeben, um sie mit ihm im Licht als Licht zu sehen. In dieser freigegebenen Welt nichts mehr an Bildern übrig bleibt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das, was als die Welt geglaubt wurde, wird ganz einfach verschwinden, weil es in Wahrheit bereits verschwunden ist. Ich sehe nur die Vergangenheit. Alles, was ich über die Vergangenheit sagen kann, ist, dass sie vorbei ist, vorüber. Okay, lass uns die Mikrofone öffnen, wenn du noch zum Ausdruck bringen möchtest, gerne, wie es dir damit geht. Herzlich willkommen. Danke für Sei dein Dank. Mitdenken. Danke, dass die Vergangenheit vorbei ist. Ja, das ist eine Danke. Deklaration. Ja, so ist es, Angelika. Danke dir. Ja, es ist wirklich eine Kraft. Es ist Kraft der Auferstehung. Ist mein Geist will im Licht sein. Danke. Das ist es. Das ist es. Mehr bedarf es nicht. Und Ja, mich zieht das dieses so in den Weg. Wollen, Ja. mach es ein ganzes Wollen, ne? Nicht einen Wunsch, sondern mein Wille ist. Ja. Wir sind das Licht, wir sind es doch. Ich finde es. Wir sind das, genau, Barbara, danke. Und deswegen ist mein Wille kein anderer Wille als Gottes Wille.
Dein Wille geschehe, Vater, ist dasselbe, mein Wille geschieht jetzt. In dieser Ausrichtung. Genau, ich muss immer selber bestätigen, dass die Vergangenheit vorbei ist. Das reicht auch, wenn ich jetzt da bin. Egal wo ich bin, bin ich immer richtig. Danke. Bin da, wo Christus mich hingestellt hat. Ja. Ja, im Grunde genommen ist das ja jetzt wirklich so, nach dem ganzen Lernen und was man da alles so hinter sich gebracht hat, strebt man ja, also mir geht das jedenfalls so, immer mehr die Einsseinserfahrung an. Also ich möchte wirklich mit allem eins sein, ich will verbunden sein Ich auch. und das ist das einzigste Streben, was jetzt noch da ist, ne? So den anderen wirklich, das sagt ja auch der Kurs, die ganzen Verwirrtheitszustände kommen ja daher, dass wir den Bruder nicht erkennen als das, was er ist. Ne? Und wenn der Kurs sagt, ja, dein Bruder hat Recht, dann hat er ja nur Recht um dessen Willen, was er ist, nicht was er sagt. Das spielt ja gar keine Rolle. Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Und das ist ja auch in dem Sinne, das Streben ist ja auch ein wirkliches, in dem Sinne auch wieder nicht ein anstrengendes Streben, sondern ein Gewahrsein. Ne? Ich sehe das so für mich auch, da ist ein Gewahrsein da und das richtet sich aus. Ne? Okay, wo ist mein Einssein mit diesem Bild, mit dieser Idee? Ne? Und hinter jedem Lehren steht wirklich nur das, steht wirklich nur diese Erkenntnis des Einsseins, das ist vollkommen richtig. Ne? Egal von welcher Ecke wir kommen und was wir lehren, dahinter steht, der Geist will sich im Einssein erkennen. Punkt. Ne? Ja, und so wie der Kurs auch sagt, ne? Also wie Jesus das sagt, die Versuchung des Sohnes Gottes ist nicht der Wille Gottes. Ne? Also die Versuchung ist gar nicht gewollt. Ja, also danke dir, Baba. Danke, du, wunderbar, danke. Großartiger Geist, Barbara, danke. Selber großartiger Geist. Alles Danke. zurück. Alles, was du zu mir sagst, bist du selber. Kennst du das noch aus der Kindheit? Wer sagt es selber? Gut, das schneiden wir jetzt aus der Aufnahme raus. Ne? Das wäre so die erste Antwort vom Ego. Ne? Das ist wieder deine Bewertung, siehst du, und meine Das Bewertung. ist mir so eingefallen. Das ist, war so eine so ein Ausdruck von Master Teacher. Also, wenn man es irgendwie so in diese Entsprechung kam, ah, ich glaube, das werden wir nicht veröffentlichen. Natürlich ist alles veröffentlicht worden. Genau so wie es war, weil alles so die Wir sind aber Vollkommenheit zum Menschen. Ausdruck brachte. Ah, ich liebe es, ja, danke. Ja, da gibt es so einen Film, so einen ganz alten Film. Ne? Und da sagt der Mann, ja, du musst immer das letzte Wort haben. Ne? Und dann sagt die, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das ist doch schönes letztes Wort, oder? Ich liebe dich. Das darfst du haben. Ich liebe dich, ja. Möchte sonst noch irgendwas sagen? Sonst habe ich noch zwei Abschluss und Abschluss-Songs. Vielen, Okay. vielen Dank für das klare, die klaren Worte, alles tut so gut, ich bin dankbar. Absolut. Absolut, was heißt absolut? Verbunden bin ich dankbar, nicht absolut. Absolut dankbar. Verbunden, in Dankbarkeit verbunden. Danke, danke Ja. uns allen, danke für diese Ausrichtung. Ne? Okay, dann mache ich hier mal einen Song. Okay, ja, Arrivederci Roma, Arrivederci Welt, ne? Einen wunderschönen Abend, danke für dein Dasein, ich liebe dich. Gute Dankeschön. Nacht. Gute Nacht. War so schön. Danke.